Es wird immer wieder passieren, dass Jugendliche oder andere Personen eine neue Rolle auf Aula bekommen oder einem neuen Raum zugewiesen werden müssen. Als Beispiel könnte Kim zum neuen Halbjahr die Klasse wechseln und gleichzeitig auch als Aula-Moderatorin aktiv werden. Die Administratorin oder der Administrator müsste dann ihre Rolle als Schülerin der Klasse 5a zu Schülerin und Moderatorin der Klasse 5b wechseln. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Nach dem Einloggen müsst ihr wie immer in den Bereich Prozessverwaltung. Unter dem Punkt Gruppen und Nutzer könnt ihr nun nach der Schülerin Kim suchen. Das geht einfach durch das Suchfeld ganz oben. Wenn ihr die Person gefunden habt, klickt auf das kleine Stiftsymbol. Hier könnt ihr Namen, Benutzernamen und E-Mail-Adressen ändern. Zusätzlich könnt ihr der Person eine neue Rolle und einen neuen Raum zuweisen. Weil Kim nun nicht mehr Schülerin der Klasse 5a ist, muss ich ihr als Admin nun die Rolle wegnehmen. Das mache ich, indem ich auf die kleine Mülltonne dahinter klicke. Kim ist nun Moderatorin und nur noch Schülerin der Klasse 5b.